Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Secret Files the Toskunka. Ja, ich bin wieder im Raum, beziehungsweise immer noch in diesem Raum, weil ich denke mal, dass ich erstmal was machen muss, bevor der Typ wiederkommt. Da wir hier schon was geklaut haben, denke ich mal, müssen wir. Ach, uns fehlen ja auch noch zwei, fällt mir gerade ein. Ah, das ist ja auch noch total doof. Aber ich habe es irgendwie, na, obwohl Pink und Rot ist jetzt vielleicht nicht so eine schöne Kombination, aber ich habe es irgendwie im Gefühl, dass dieser Stein vielleicht da rein kann. Das Problem ist nur, wir haben ja schon beim letzten Mal Wenn ich Sachen aus Max festgestellt, Büro klaue, dass die da, obwohl, sie sagt, wenn ich wenn sie Sachen was aus Max Büro klaut. klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Ja, es macht sie wahnsinnig. Das Problem ist nur, es bringt natürlich nichts, dass es sie wahnsinnig macht. Hä? Ach so, das ist mit mir selber. Okay, das ist natürlich Schwachsinn. Es ist halt, ich meine, die Kombinationen hier, die sind natürlich alle ziemlich dämlich. Aber mittlerweile kämen mir so langsam aber sicher auch wirklich die Ideen aus. Ja gut, was will man mit einer Sonne? Sonnenbrille? So, die Speiche ist zwar abgebrochen, dafür kann Nee, mich das Ding oder? jetzt nicht mehr so böse anstarren. Kann nur hoffen, dass Max das nicht auffällt. Ist das jetzt euer. Habe ich das nicht zuletzt probiert? Jetzt, Moment, jetzt ist die Stange weg, ne? Ach, alle Sachen, die wir dann nicht benötigen, sind dann automatisch weg, oder wie? Können wir das jetzt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Das können wir wirklich kombinieren. Wobei es jetzt eher orange aussieht als rot, aber egal. Ja, dann fehlt uns aber trotzdem noch eins. Tja, das Problem ist halt, wir können nichts hier kombinieren mit. Die Farbe passt nicht. Keiner der Ach so, das ursprünglichen war das. Edelsteine war blau. Ja, aber wir haben ja nur blau. Ja, und die gelbe Schärpe haben wir Ich halt glaube nicht, noch. dass eine gelbe Schärpe als Diamant, Rubin oder Smaragd durchgehen würde. Da müsste mein Vater schon extrem farbenblind sein. Als Diamant, Rubin oder Smaragd? Also die üblichen Diamanten, die sind durchsichtig. Wenn wir jetzt normales Kristallglas suchen würden, hätten wir vielleicht etwas, was wir reinmachen können. Wobei ich denke mal eher, dass man hier buntes Glas braucht. Da würde ich jetzt eher sagen, die Scherbe. Aber das Problem ist halt, wir haben ja nichts. Wir haben jetzt nur noch die Sachen hier. Ich kann jetzt theoretisch überall versuchen, die miteinander zu kombinieren. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil. Moment. Hä? Ich habe die beiden Gläser übereinander gelegt. Sie schimmern jetzt grünlich. Nee, oder wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt euer Ernst? Nee, ne? Ich hoffe, das Ding ist an der richtigen Stelle. Sobald der Kitt trocken ist, werde ich es nur noch mit Mein roher Gott. Gewalt abkriegen können. Ist das jetzt euer Meine Ernst? Ersatzjuwelen sind zwar nicht wirklich schön, aber Bastelarbeiten waren noch nie meine Stärke. Ist das euer Ernst? Darauf muss ich jetzt mal kurz einen Schluck trinken. Allerdings nicht, weil ich gerade so begeistert bin oder so entgeistert bin, sondern weil ich das Gefühl habe, ich habe gerade eine Fliege verschluckt. Kann ich das jetzt Ich benutzen? glaube nicht, dass ich durch das Tragen des Diadems der Erleuchtung näher komme. Ja, glaube ich auch nicht, weil das halt kein echtes Diadem ist, ne? Aber vielleicht kommt der Typ ja jetzt wieder, jetzt wo ich das Diadem zusammengestellt habe. Guck mal nochmal nach. Wahrscheinlich kommt er jetzt wieder nicht und ich muss noch irgendwas anderes machen, aber. Nein, er kommt wieder nicht. Ach Gott, nervt mich das. Muss ich das denn noch mit irgendwas hier kombinieren oder so? Das Ding da dran machen vielleicht? Andersrum. Ist hier nicht gerade was grün geworden? Ah, ja. Da kann man auch nichts draufschreiben oder so. Wen soll ich anrufen? Ja, den Typen vielleicht. Das wäre ja schon mal. Das weiß ich nur nicht. Aber hier kann ich, glaube ich. Da kann ich jetzt nichts mehr machen.
Ja, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, wenn wir die Steine zusammen haben, falls wir das halt hinkriegen, dass der Max, dieser glaube ich, dann wieder da ist. Aber der hat offensichtlich etwas Besseres zu tun, als sich mit uns zu beschäftigen. Und wir laufen jetzt hier wieder total verirrt in der Gegend herum. Oh, das ist doch doof. Ich meine, das war schon irgendwie voll die Verarsche, finde ich, mit dem Diadem jetzt. Ich denke, ich habe hier noch zu tun. Ja, das denke ich auch. Aber was? Der Typ lässt ja auf sich warten. Der will ja irgendwie anscheinend nicht mehr mit mir sprechen oder so. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt hier einfach nochmal durch alle Räume durch. Das Problem ist halt, ich kann nicht mehr viel machen. Das habe ich schon alles durchgeguckt, alles gemacht. Kann man die nie nehmen oder so? Kann man die nicht, ne? Das haben wir ja alles schon. Wenn ich die Heizung ausstellen könnte, dann könnte ich übrigens das Ventil nehmen, nur mal so am Rande bemerkt. Hier ist er auch nicht. Das Ventil kann ich, wie gesagt, nur nehmen, wenn die Heizung ausgeschaltet ist. Denke ich mal. Die Karte zeigt einen Ausschnitt von Sibirien. Keine Ahnung, warum mein Vater die hier aufgehängt hat. Ja, ich habe von so vielen keine Nee, Ahnung. nochmal tue ich mir dieses Ihr Vater muss erst tot sein, bevor wir nach ihm suchen, bestimmt nicht an. Ja, das kann ich absolut verstehen. Hat das denn vielleicht irgendwas mit dem Gerät hier zu tun oder so? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich glaube, hier werden die Gesteinsproben einer ersten Analyse unterzogen. Ja, das bringt mich ja jetzt auch nicht weiter. Ja. Ganz ehrlich, ich hatte eigentlich wirklich gehofft, dass es jetzt endlich weitergeht. Aber irgendwie tut sich ja wirklich so rein gar nichts. Ich weiß nicht, ob das irgendwas hiermit zu tun hat, aber da kann ich auch nicht mehr draufdrücken. Also das scheint es ja nicht zu sein. Der ist bereits geplündert. Ja, ich Äußerlich macht er einen weiß. ganz. Das Problem ist, der Typ kommt ja nicht wieder. Ich meine, wenn ich hier irgendwas mache. Normalerweise ist es so, wenn man an irgendwelche Sachen geht, dann kommen die Typen wieder reingelaufen. Es kann natürlich jetzt wirklich sein, dass der Kerl jetzt irgendwie tot ist oder so, keine Ahnung. Scheinen ja auch nichts miteinander kombinieren zu können. Ich meine, so viel habe ich ja jetzt auch nicht mehr. Tja, kann ich die Krone vielleicht da reinlegen? Das wäre jetzt so. Nee, aber das funktioniert nicht. Das wäre jetzt so eine Sache, die ich mir vielleicht noch vorstellen könnte. Ich habe auch keine Gesteinsproben und nix. Also, das wäre jetzt auch schwachsinnig mit dem Schlüssel. Das zerrissene Foto, ja. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass das Foto eventuell noch irgendwie bei ihm zu Hause liegt und man da die andere Seite von hat oder so. Ja, ich stehe jetzt aber, wie gesagt, hier wieder ziemlich dumm da. Ich weiß auch nicht. Ich kann ja nichts machen, um das hier abzumachen. Ich meine, was soll ich mit den ganzen Gegenständen hier? Ich denke mal, dass ich das Ventil mitnehmen muss, dass das schon wichtig ist irgendwo. Muss ich die Heizung vielleicht ausmachen? Der Heizkörper ist lauwarm. Oder nochmal die Sicherung rausdrehen oder sowas? Auf dem Keine Zettel Ahnung. steht, und der Fürst sprach zu der Prinzessin, ob in der senkrechten. Ja, das weiß ich alles, aber
Es hilft mir einfach nicht. Obwohl ich irgendwie im Gefühl habe, dass wir hier irgendwas machen müssen, damit wir halt eben auch weiterkommen. Die Akten sind teilweise rausgerissen und über den Boden verteilt. Mein Vater war das bestimmt nicht. Da muss jemand etwas dringend gesucht haben, der es sehr eilig hatte. Ja, so eilig habe ich es jetzt nicht, aber ich wäre halt auch gerne der Lösung mal einen Schritt näher, ne? Also wenn der Typ mal zurückkommen würde, aber der taucht ja hier nicht auf, das ist ja das Problem. Und ich kann ja auch irgendwie überhaupt nichts machen. Außer halt, na, den Kühlschrank, kann ich das da rein tun? Kann ich alles nicht da rein tun, ne? Das hatte ich, glaube ich, gerade schon. Ja, die Schlüssel, die wären jetzt total schwachsinnig, wenn ich die jetzt da rein tun würde. Kann ich vielleicht noch irgendwas mit der Lampe anstellen oder so? Der König der Saurier. Ja. Die lasse ich besser an, sonst kann ich hier drin gar nichts mehr sehen. Sie bringt ein wenig Licht ins. Das ist mir auch alles klar, aber. Ich bin so verzweifelt, ich nehme schon alles und halte das jetzt überall gegen. Der Plan hilft mir ja auch nicht wirklich weiter. Das ist ein Fluchtplan mit allen Räumen des Museums, wobei der nicht aktuell ist, da zurzeit ja einige Räume wegen Renovierungsarbeiten gesperrt sind. Ich kann jetzt hier auch nichts ansehen, nee. Ich würde den gerne mal abfotografieren oder so, aber das Einzeichnen oder so kann ich auch nicht. Ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht könnte man hier irgendwo gucken, wo das Archiv ist oder sowas. Aber das kann man offensichtlich auch nicht. Kommt man da nicht noch irgendwas anklicken? Nee. Also ich schätze, das wird jetzt wirklich so eine richtige Planlos-Folge. Weil ich habe jetzt alles, meines Auf den Erachtens wirklich Schaubildern alles geht es darum, ob, ausprobiert. wenn ich mir die beschrieben, kaum Und vorstellbar. es funktioniert nicht. Also ich hätte die beiden hätte ich jetzt zusammen gemacht. Das funktioniert auch nicht. Und ich habe jetzt hier irgendwie schon sämtliche Kombinationen durch, ob man da irgendwas benutzen kann und es funktioniert alles nicht. Also, ihr seht ja, ich laufe hier durch die Gegend und bin wirklich am Verzweifeln. Wenn ich das jetzt gestreamt hätte, würde ich jetzt total verzweifelt danach fragen, ob irgendjemand irgendetwas weiß, was mir eventuell weiterhelfen könnte. Aber Sicherungskasten hilft mir auch nicht weiter. Die Sicherungen sind alle durchnummeriert. Ja, das wissen wir ja alles schon. Können wir da vielleicht einen Bleistift reinhauen oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Also ich bin jetzt wirklich schon total verzweifelt, dass ich immer überall alles dran halte und irgendwie nichts funktioniert. Ich würde auch gerne hier noch mal ein bisschen von der Aloe Vera Pflanze abnehmen, aber ich scheine das jetzt Eine auch nicht zu Aloe Vera Pflanze. brauchen. Das sind nur die Heizkörper und alles, das bringt mich jetzt auch nicht weit. Hier kann ich noch mal gucken, aber Die Liste vom örtlichen Pizzadienst. Eine Info über den bevorstehenden Bau eines. nichts von Interesse, ja. Kann Wen soll ich. ich anrufen? Nee, anrufen kann ich auch niemanden. Also ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier noch weitere 10, 15 Minuten rumeier, ich gehe jetzt noch einmal nach draußen. Sie will mich ja nicht wegfahren lassen, das kommt ja dann auch noch hinzu. Ich habe gerade gedacht, da läuft jetzt einer, aber das bin ich ja selber. Ja, das kommt halt auch noch dazu, aber hier ist ja nichts und der Typ kommt einfach nicht zurück. Ich weiß nicht, ob der mich nicht leiden kann oder ob ich irgendwie Mundgeruch habe, dass der deswegen nicht zurückkommt. Keine Ahnung.
Ich bin aber ganz ehrlich, das nervt mich jetzt hier total. Und ich werde jetzt hier noch mal so ein bisschen in der Gegend rumlaufen, obwohl ich ja jetzt überall schon war. Also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich überhaupt noch hier machen könnte. Ich werde noch mal so ein bisschen in der Gegend rumlaufen und hoffen, dass ich dann die nächste Folge aufnehmen kann, weil ich dann irgendwie rausgefunden habe, wie es hier weitergeht. Also das ist eine absolute Pattsituation für mich, weil wenn ich das jetzt hier nochmal probiere mit dem Motorrad, sagt sie ja, sie ist noch nicht Ich denke, fertig ich habe hier. hier noch zu tun. Und dementsprechend, ich komme ja nirgendwo hin. Und ich probiere jetzt nochmal alles mit dem Motorrad, was natürlich auch wieder Schwachsinn ist. Und ja, das funktioniert definitiv auch nicht. Nee, liebe Leute, also es tut mir wirklich, wirklich leid, aber ihr seht ja, ich bin ja total verzweifelt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Deswegen werde ich jetzt definitiv hier erstmal einen Cut machen und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und ich jetzt, ja, nicht total verzweifelt und sage, ich schmeiß das Ding jetzt in die Tonne oder so. Weil das ist dann nämlich bei so einer Situation, wo ich normalerweise sagen würde, ich probiere noch mal alles, was ich kann und dann lasse ich es sein, weil ich komme nicht weiter. Und das kann es ja dann auch irgendwie nicht sein. Ich meine, dafür ist ja so ein Spiel nicht gemacht. Und es muss ja irgendwie weitergehen. Deswegen, ja. Also ich hoffe wirklich, dass ich da eine Antwort drauf finde. Ansonsten tut es mir leid, aber dann müsste ich das jetzt hier abbrechen, was ich blöd finden würde und auch nur sehr, sehr, sehr ungerne machen würde. Zumal ich hier natürlich auch gerne wissen würde, wie es weitergeht. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, 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 hoffe inständig, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.